Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich wollte eigentlich mit dem Roboter durchstarten, aber der ist gesperrt. Ich muss erst einen Run mit der Stille abschließen, was ich irgendwie ganz schön doof finde, weil ich ja schon eigentlich Runs mit der Stille abgeschlossen habe. Aber hey, okay. Nun ja, dann versuchen wir das mal. Schade, ich wollte heute eigentlich mal den Roboter ausprobieren. Den hatte ich mir auch noch gar nicht angesehen. Verdammt, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also, weil ich muss ganz klar nochmal an der Stelle sagen, die Kommunikation der Entwickler ist absolut top, top-notch. Letzte Woche wurde der Charakter angekündigt. Diese Woche, Freitag, ist er dann spielbar. Gibt auch jeden Freitag, naja, so gut wie jeden Freitag. Eigentlich war es bisher jeden Freitag, glaube ich. Ein Update mit sämtlichen Informationen, gibt es dann News dazu. Alles tipptopp. Bloß das stößt mir jetzt ein bisschen blöd auf, dass ich jetzt nochmal mit der Stille einen Run schaffen muss. Oh Gott, dieser Druck, na dann probieren wir das doch mal. Verdammt, das macht mir jetzt ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Wähle er und erhalte eine Karte. 50% meiner TP verlieren will ich nicht. Wobei das mit dem Relikt ist gar nicht mal so schlecht bei der Stille, würde ich mal. Tränke, nee. Karte können wir noch oft genug wählen. Ich schau mal, was wir für ein Relikt bekommen. Das könnte wieder lustig werden. Ach ja, und wenn meine Stimme irgendwie ein bisschen höher ist, ich schwitze aus allen Poren und ich kann gar nicht so viel trinken, wie ich trinken müsste. Ich bin nicht im Stimmbruch, nein. Dafür bin ich ein bisschen zu alt. Gehe steten Schrittes auf die 40 zu. Naja, ich bewege mich Richtung 40, sagen wir mal so. Ganz bin ich noch nicht da, aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Was haben wir denn hier? Ja, erhalte in jedem Zug Energie, du kannst keine Tränke mehr aufnehmen. Okay, damit müssen wir jetzt mal. Boah, das könnte aber ein bisschen blöd werden. Oh Mann. Ja. Ja, so ist das, liebe Leute. Wo möchte ich denn jetzt lang? Wo gibt es denn hier jetzt am meisten normale Gegner? Ich würde fast sagen, ich möchte rechts lang. Da können wir theoretisch gegen drei Elite kämpfen. Und dann da immer schön was abstauben. Und deswegen starten wir doch einfach mal rechts. Ich habe die letzten Tage auch ein bisschen damit verbracht, mal wieder das eine oder andere Spiel vorzustellen, was ich vom Entwickler bekommen habe. Momentan ist das ein bisschen blöd mit zwei Videos am Tag, deswegen habe ich mir gedacht, der Plan war eigentlich erst jetzt bis Freitag auszusetzen, weil ich ja wusste, dass der Roboter kommt und dann wieder heute damit zu starten. Aber naja, das funktioniert jetzt leider nicht so. Da müssen wir uns hier weiter mal rumquälen. Nein, rumquälen auch nicht. Macht schon richtig Spaß, aber ich hätte gerne mal was Neues gesehen. Von daher bloß kein Druck jetzt, dass ich den Run schaffen muss. Überhaupt kein Druck und so. ja, so dich machen wir schon mal fertig. Und dich können wir auch schon rausnehmen. Perfekt. Dann passt das ja. 19 Gold, Machttrank. Ja, zufällige Macht. Genauigkeit. Wollen wir mal wieder was mit Klingen wagen? Ja oder nein, aber das ist wieder die Frage. Ich würde erst zu sowas greifen, jetzt wirklich. Es war auch das eine Mal das falsche Vorgehen. Ich sollte erst zu dieser Karte greifen, wenn ich schon ein paar Klingen habe, beziehungsweise Messer. Deswegen würde ich doch mal sagen, unerwarteter Hieb ist es auch nicht unbedingt das, was ich nehmen möchte, abgekatert. Ist jetzt, finde ich jetzt auch nicht so toll. Könnt ihr euch damit eine gute Kombination vorstellen? Ja, irgendeine Karte, die viel Energie kostet. Aber dann muss man auch die auf der Hand haben. Das ist ein bisschen doof. Gut. Nicht so viel blubbern. Sondern einfach hier mal ein bisschen austeilen und vorwärts kommen. Das wäre doch mal gute Vorgehensweise. Könnt ihr mal versuchen, dieses Mal richtig viel Energie anzuhäufen. So, Überlebenskünstler, wunderbar. Ist eine super Karte am Anfang, weil im Prinzip mit der kann man dann jeden Schaden blocken. Gerade so bis, ja, Mitte, Ende der ersten Ebene, jetzt mal abgesehen von Elite-Gegnern.
Überlebenskünstler, ja. Ein Schadenspunkt, was soll's. Ach, können wir trotzdem noch spielen. Wir haben ja viel Energie. Stimmt ja. Da das diesmal mit Tränken überhaupt nichts wird, ist das in gewisser Weise auch praktisch, weil dann brauche ich mir auch nicht überlegen, ob ich welche kaufen will oder nicht. Das hat sich dann von vornherein schon erledigt. Gut. Schnitt. Abwehr. Ist jetzt die Frage. Abwehr wird, glaube ich, auch am Anfang ganz gut passen. Schnitt. Aber ich glaube, nein. Wir überspringen die auch mal. So, goldener Schrein. Wir können verflucht werden oder wir werden verflucht. Ja, machen wir das doch. Kommen wir Reue. Gut, und. Da ist der Shop, genau. Dann gehen wir auch da lang. Ich wollte ja sowieso gegen Elite kämpfen. Von daher passt das doch jetzt auch wunderbar. Überlebenskünstler. Verteidigen kommt raus. Und zweimal angreifen. Jetzt haben wir meist noch einen Energiepunkt zu viel. Oder uns fehlt eine Karte, die wir noch spielen können. So. Aber um Energieprobleme müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Reue. Ja, aber wir können ja sowieso eigentlich alle Karten spielen. Dass du jetzt aber 14 Schaden machst, das ist schon etwas mehr. Schon 384 Gold. So. Gut, aber jetzt mal eine vernünftige Karte, bitte. Tödliches Gift. Ja, gerade wenn es auf die zweite Ebene geht, könnte so eine Karte durchaus hilfreich sein. Von Konzentrieren halte ich ehrlich gesagt nicht so viel. Vor allen Dingen, wir haben auch unser Startrelikt weggegeben, deswegen ist das mit drei Karten abwerfen eher nicht so toll. Kalkuliertes Risiko. Ja, man muss die Karte ziehen und dann noch eine blöde Hand haben, um die Karte dann zu spielen, um vielleicht eine bessere zu bekommen. Deswegen halte ich von der Karte absolut nichts, aber wir nehmen einmal tödliches Gift mit. Gut. 402 Gold, wir sind im Shop und kalkuliertes Risiko ist im Angebot. Was für eine Enttäuschung. Reue schmeißen wir mal raus. Relikt könnten wir theoretisch kaufen. Oder... noch eine Karte, aber die sind alle nicht so toll. Halte ein Artefakt erschöpft. Naja. Apotheose. Verbessere alle deine Karten für den Rest des Kampfes. Ja, das klingt schon sehr nett. Aber da muss man halt auch die passenden Karten auf der Hand haben. Ich möchte halt so ein bisschen den Zufall rausnehmen. Shuriken, immer wenn du drei Angriffe in einem Zug ausspielst, erhalte ein Stärke. Ja, gefrorenes Ei. Ah, weiß ich nicht. Klangschale. Ist jetzt, also ich glaube, hiervon lohnt sich dein Shuriken am meisten. Glaube schon, ja. Wenn wir halt wieder in Richtung Angriffe gehen wollen. Oder eine Klangschale für mehr Max-TP. Bin da ein bisschen skeptisch. Aber wir müssen immer drei Angriffe in einem Zug ausspielen, damit wir ein Stärke erhalten. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich 245 Gold wert ist. Klangschale. Wäre natürlich eine gute Alternative. Wenn wir mal keine Karten haben bekommen, wirklich interessant sind, dann können wir halt unsere Max-DP erhöhen. Von daher, Shuriken, ja, ich weiß noch nicht, ob ich nicht doch mehr Richtung Gift gehen will oder halt Angriffe. Deswegen, ich nehme mal die Klangschale. Ja doch, dann haben wir auch noch ein bisschen Gold. So. Und das sind jetzt echt blöde Gegner. Richtig, richtig blöde Gegner. Habe ich das schon erwähnt? So. Hier können wir wirklich ein paar Lebenspunkte verlieren.
So, neutralisieren wird nicht funktionieren. Aber wir können ja schon mal ihm hier das Artefakt klauen. Dir dann auch. Und ja, bleibt uns nur noch verteidigen und dann nochmal angreifen. Auf jeden Fall möchte ich erstmal den hier weg haben. Das ist wirklich der Nachteil, wenn wir schon am Anfang mehrere Gegner stoßen. Ist ein bisschen doof. So, hier nehmen wir auch mal das Artefakt weg. Dich greifen wir mal an und spielen dann noch zweimal verteidigen. Uns fehlt nämlich einfach eine AOE. Oder zwei, drei AOEs. Flächenschadens. Mehrere Flächenschadens, genau. So, gut. Dich nehmen wir mal raus. Dann einmal verteidigen. Und ich schwitze. Das ist der Wahnsinn. Das geht mal gar nicht. So, Überlebenskünstler, wunderbar. Benommen kann dann weg. Wir können dann einmal zuhauen. Der Kampf zieht sich leider ein bisschen. Hätte ich vielleicht doch am Anfang schon die ein oder andere Karte mitnehmen sollen. Wer weiß. Gut. Dir verpassen wir mal tödliches Gift. Dich hauen wir weiter normal. Und konzentrieren uns auf die Wache. Dann kann das Gift auch mal ein bisschen vor sich hin ticken bei ihm hier. Das ist natürlich jetzt... Ja toll, wir können jetzt alles blocken, aber... Wir machen keinen Schaden. Wie schade! So, Überlebenskünstler, jawohl. Und dich zweimal hauen, dann bist du schon fast Geschichte. Das sollte doch jetzt ein Ende haben. Zumindest mit dir. Wunderbar, du wolltest auch angreifen. Perfekt. Gift hat bisher ganz gute Arbeit geleistet. Und wir können dich noch neutralisieren, einmal verteidigen spielen und einmal zuhauen. Dann bekommen wir nur einen Schadenspunkt ab. Elf Lebenspunkte, das sollte doch... Okay, noch ein Zug. Nur aber. Okay, gut, was bekommen wir? Brieföffner. Ist, ja, ganz okay. Vor allen Dingen, sowas ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil wir schon 4 Energiepunkte haben. 3 Fertigkeiten. Ja. Und was ist mit den Sachen hier? Schon wieder Genauigkeit. Ich glaub's ja nicht. Würgen ist schon eine ganz gute Option. Dann bräuchten wir aber auch dazu noch mehr Energie oder Nullerkarten. Ich nehme einfach mal Würgen mit. Und schon wieder mehrere Gegner. Na super. Moment, du bist... Aber diesmal ist da kein Zauberer bei. Und sie wollen schon alle angreifen. Gut, dann nehmen wir dich hier erstmal raus. Und spielen zweimal verteidigen. Na, dann machen wir das jetzt mal so. Wir spielen einmal Würgen auf dich. Dann nochmal neutralisieren. Schlag und noch ein Schlag. Perfekt. Aber nochmal 8 Schaden. Ja, der Start ist nicht so gut. Das sind einfach zu viele Gegnergruppen. Das ist halt wirklich ein Problem. So, Überlebenskünstler, wunderbar. Dann hauen wir dich zweimal. Und wir machen auch noch weniger Schaden. Gut. Das wären 4 Schaden.
Das wäre ja total schade. Boah. Was tun? Ja, du kriegst mal tödliches Gift und dich neutralisieren wir. Das geht immerhin in die richtige Richtung. Moment, können wir dich noch mal hauen? Dann war es das auch für dich und einmal verteidigen. So, jetzt haben wir hier nochmal Würgen. Perfekt. Blocktrank, den wir nicht bekommen. Karte können wir erhalten. Ha, Unheil. Ja. Schneller Hieb, Kartor. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich tendiere mal. Ja, Unheil. Ja, doch. Giftangriffe von mir aus. Ich würde gerne mal kurz wissen, wer kommt denn da oben? Gott sei Dank nicht der Schleimboss. Ich kann mal schon mal ein bisschen malträtieren. Allem, was wir hier haben. Dann kann er nämlich gleich nicht mehr angreifen, sondern teilt sich auf. So, einmal neutralisieren. Ach komm, dann machen wir das jetzt schon. Dann haben beide Blobs 27 Lebenspunkte. Würgen, ja. Wenn wir eine Karte spielen. Okay, einmal würgen, einmal Überlebenskünstler, dann so und dann bitte nochmal tödliches Gift. So. Dann, was machen wir jetzt? Du hast Gift, also könnten wir dich... Ja, können wir dich schon ausschalten? Jawohl. Dich greifen wir auch nochmal an, dann bist du auch schon erledigt. Gut, Hälfte Lebenspunkte. Wieder kein Trank. Ausmanövrieren, ja. Beinarbeit wäre auch ganz nett, aber ich nehme erstmal ausmanövrieren. Und wir gehen einfach hier gerade hoch. Was aber bedeutet, dass wir uns dann am Lagerfeuer heilen müssen. Mumifizierte Hand. Immer wenn du eine Machtkarte ausspielst, kostet eine zufällige Karte auf deiner Hand in diesem Zug 0. Ja, dazu müssten wir erstmal ein paar Machtkarten bekommen. So, und was haben wir hier? Labor. Tränke. Ja, super. Das ist totaler Quark. Hier werden wir uns jetzt ausruhen und ja, nehmen wir die Elite mit. Oh nein, nicht du. Das ist auch eine Fertigkeit. Das ist ja so Unheil. Dann haut das schon mal gut rein. Könnte jetzt wieder ein bisschen wehtun. Neutralisieren. Das wären 10. Dann machen wir das. Ja, das ist halt doof. Wir müssen ihn möglichst schnell erledigen. Sonst können wir das gleich mit dem nächsten Elite-Gegner vergessen. So, angreifen, angreifen, angreifen. Verteidigen. Ja, das ist halt ziemlich doof. Aua. So. Würgen, jetzt aber bitte. Jawohl. 31 Gold, blaue Kerze. Fluchkarten können jetzt ausgespielt werden. Spielst du einen Fluch aus, verlierst du ein TP und erschöpfst die Karte. Oh. Das ist ja, ja, ist ganz nett. Jetzt nicht so der Wahnsinn. Phantomkiller wäre auf jeden Fall, ja, damit haben wir ja gute Erfahrungen gemacht. Von daher nehmen wir die mal mit. Und jetzt schauen wir mal, wie das hier in dem Kampf läuft. Ich gleich noch wirklich den Elite mitnehmen will ich. Bin da etwas unentschlossen. Gut, einmal bitte hier Phantomkiller, jawohl. Verteidigen einmal, ausmanövrieren.
Jetzt hätte ich gerne würgen. Nein, natürlich nicht. Das ist ja so witzlos. Das war wirklich Pech. Das können wir nicht angreifen. Jetzt kriege ich die ganzen Angriffskarten wetten. Ja, genau. Ganz genau. Gut, ich glaube, das mit dem Elite-Gegner können wir uns dann schenken. Und mit 25 Lebenspunkten. Na, das muss nicht sein. Den Gold, Dolch und Mantel. Ja, passt ganz gut mit Würgen. Rückwärtssalto wäre natürlich auch ganz nett, aber ich nehme erstmal. Rückwärtssalto. Nehmen wir mal Dolch und Mantel. Gut, dann gehen wir mal geradeaus weiter. Weil ich möchte da nicht beim Boss mit nur 20 Lebenspunkte haben. Das ist jetzt auch wieder super Hand hier. Mann, was ist denn hier los? So, würgen. Schlag. Auf Schlag. Spielen wir mal nicht Phantomkiller. 16 Lebenspunkte. Das ist doch alles nur ein schlechter Witz. So, ausmanövrieren. Jawohl. Gut, dann ja, einmal tödliches Gift und einmal Unheil hinterher und dann nochmal Schlag. Und das war auch schon der Pilzkopf. Trank können wir auch nicht benutzen. Schon wieder tödliches Gift, was ist denn hier los? Ich nehme Max TP und hier werden wir uns dann bei sowas von ausruhen. 39 Lebenspunkte. Ist machbar, ja doch. Vor allen Dingen gegen Hexaghost hier. Hoffentlich habe ich da jetzt nicht was Dummes gesagt. Wir werden es sehen. Genau. Klar. Hier mal 6. Alles klar. Dolch und Mantel. Jawohl. Einmal verteidigen auf jeden Fall. Einmal würgen, einmal Messer und dann das Beste hoffen. Aua. Okay. Ja, spielen wir mal Überlebenskünstler. Verteidigen kommt dann weg. Tödliches Gift können wir spielen. Einmal angreifen und dann noch ausmanövrieren spielen. Ah, 5x2 und wir haben keine Karte auf der Hand, um irgendwie was zu blocken. Ah, ja toll, jetzt spiele ich Phantomkiller und krieg gleich nur wieder Blockkarten. Dann machen wir das halt so. Und ich hätte nochmal angreifen können. Ja, da war ich zu vorschnell. Kommt vor, passiert. 22 Lebenspunkte. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Dolch und Mantel, ja danke. Das läuft nicht. Das läuft alles gegen uns, aber er hat noch 130 Lebenspunkte. Da könnte noch was gehen, ja. Was ist jetzt? Ach verdammt, ich hätte Brennen wegwerfen sollen. Ach verdammt. Wurde aber blockiert. Von daher ganz okay. Kann ich noch mit leben? So. Dich möchte ich gerne nochmal neutralisieren. Dann spielen wir zweimal verteidigen und einmal würgen fürs Würgen. Um des Würgens willen. Machen wir das mal. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Mehr Energie oder? Wir brauchen Phantomkiller. Würde ich mal behaupten. Die Zeit läuft gegen uns. 5x6. Brennen, das wird alles nicht reichen.
Das ist ja mal sowas von blöd. Unheil, Schlag, Messer. Oh Mann. Jetzt komm schon! Ich werde jetzt noch nicht sterben, dass ich sehe das ja mal überhaupt nicht ein. Einmal brennen. Nein. Ein tödliches Gift, ja. Ach, das ist doch jetzt. Ach, das ist doch. Das. Verdammt! Zwei Lebenspunkte. So schnell kann es gehen, Leute, wenn wirklich alles gegen einen läuft und man nicht wirklich vernünftige Karten bekommt. Meiner Meinung nach freischalten. Ach so, wir müssen den Run nicht schaffen, sondern wir müssen nur einmal mit dem spielen. Hä? Habe ich da jetzt was falsch verstanden? Egal, auf jeden Fall können wir den jetzt spielen. Gut, dann machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.